Was hatte ich hier noch drin? Die. Dreißig Heiltränke. Na komm, da werfe ich hier auch noch mal 25 raus. Da sind hier nur noch 40 und die packe ich alle im Einsprengsel in unsere Tranktruhe. Ja, ansonsten sieht das alles ganz okay aus. Das war die falsche Taste. Ich warte natürlich. Was ist mit denen eigentlich? Das sind nur Söldner. Ich hoffe, unser Lokal gefällt euch. Wenn ihr Bestellung habt, müsst ihr bei Sakir aufgeben. Ich bin mir leider zu beschäftigt. Ja. Der Rest pennt hier. Schlafender Mann, schlafende Frau. Kunde. Verschwendet ihr nahe Probleme, kümmern mich nicht. Seid vorsichtig, Magier. Das sind doch diese Fremden, mit denen ihr da sprecht. Ihr solltet aufpassen, dass ihr nicht in Schwierigkeiten geratet, wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich denke, ihr habt recht. Vielleicht. Ich möchte mich entschuldigen, gute Frau. Ich wollte euch nicht beleidigen. Gut. Ja. Nett von dir. Dann zurück ins Einsprengsel. Dass sie jetzt hier nicht gleich in Panik verfallen, dass ich weg bin. Wenn es das ist, was ihr wollt. Schmetterhorn, ich kann das Armbrust, Schutzring, Elfenstiefel. Euer Wunsch ist mein Begehr. Du da. Zeig mir, was ihr könnt. Ja, kennen wir. Der Flegel. Was das? Ihr habt einen Hammer? Ja, den kennen wir. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Bögen. Viel Schrott hier drin. Braucht's einen Schrotthändler. Ah, Stirnreif von Nessere. Ich gucke weiter, aber da habt ihr was, das riecht wie Dreck. Müsste mal gewaschen werden, das. Oh, ich habe dafür ja sogar ein Rezept. Ein Waldläufer namens Montolio hatte einst einen Humbang und eine Schließe. Wenn ihr beides findet, kann ich sie wieder zusammenfügen. Gutes Rezept. Mal nicht so wild. Okay. Das ist vielleicht was hier. Noch was. Eure Schuhe ordnen, ja. Dachte mir, ihr hättet vielleicht die Teile für einen Herzholzring. Ist ein tolles Rezept für einen Druiden. Benötigt aber einen Elfenring und eine Nymphenträne. Das ist ein Edelstein, falls ihr es noch gewusst habt. Aber ist ja auch egal, was? Okay. Und ich weiß noch, ich schaue mal. Nun, nichts mehr da, wo ich was machen kann. So viel dazu. Aus und vorbei. War schön, euch zu sehen und sowas. Cespina geht jetzt. Macht ein Nickerchen oder sowas. Haben wir nicht eine Nymphenträne aufgehoben? Genau, das ist die Nymphenträne. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Da öffnen wir mal den Behälter und schmeißen den Hammer und den Beantworter raus. So, die ganzen Heiltränke. Ja, ich will gerade ein bisschen sortieren. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat.
Ich war, wenn es von Nutzen ist. Falsche Dings. Das ist die richtige. So, damit sind erstmal die Tränke weg. Ich warte. Keine große Herausforderung. Und die Tränke sind auch alle weg. Cespina stolz, den... Oh, heilig. Okay. Aha. Legel haben wir, ja. Viel Schrott hier. Ich gucke weiter. Da habt ihr mal... Okay. Das ist viel, ja, sicher, doch, macht nur. Okay. Also aus dem Ring und der Nymphenträne erschafft uns Cespina jetzt was Schönes. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden. Sechster und siebter Grad. Nur für Druiden. Dann gibst du mal den Rambock-Ring ab. Heiliges Symbol Latandas, Feuerschutzring, Zauberwendering, Feuerbeherrschung, Regenerationsring, Ring der Erdbeherrschung. Ja. Ne, hier waren Questgegenstände drin. Was könnten wir hier noch rausschmeißen? Die Armbrust vielleicht. Das Grünstein-Amulett. Das könnte ich auch ebenso gut verkaufen, das Grünstein-Amulett. Den Schutzring, die Elfenstiefel, den Elfenumhang. Die Psyklinge könnte auch mal weg. Die beiden Gürtel. Die Bolzen. Rupierdolch und das Horn. So. Ja, nun gut. Ups. Den Beutel möchte ich gerne behalten mitsamt seinem Inhalt. Ich möchte nur gerne die Bolzen hier ablegen. So. Cespina ist guter Diener. Oh ja. Waffnet. Verstand geschätzt. Bo sagt, mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Ja, jetzt gibt das alles erstmal Imon rüber. Ihr zeigt mir, wo. Ja, kein Problem. Ich schlage zu. Durch was bist du jetzt schon überladen? Durch die Halsketten? Ernsthaft? Spitzbogenstein, den sollte ich aufheben, weil den, glaube ich, brauche ich für was. Okay, okay. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Tretet zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Ja, ist gut, Minsk. So, die beiden Sachen legen wir auch mal hier ab. Ich weiß nicht, ein Minsters Leitfaden, den hebe ich mal sicherheitshalber auf. Ja, das Bastardschwert. Los, also hier lang? So.
Bei Minsk ist gerade voll. Minsk, siehst du die Schlacht, Bo? Lauf, Bo, lauf! Achso, Minsk war ja voll. Ups. Ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig, ja? Auf das Gute. So. Dann versuchen wir mal alles, was wir verkaufen können, zu verkaufen. Wir können auch ein paar von den Königstränen verkaufen, weil ich meine, vielleicht brauche ich... Soll ich 2 Stück oder so zurückhalten? Erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. Bei mir ist das Bier billig. So, jetzt erstmal verkaufen. Oh, ich habe noch extra starke Heiltränke bei Yahira, die ich wegpacken könnte, aber... So, plus 2er Waffen können verkauft werden und auch plus 3er. Und auch das Elfenkettenhemd kann verkauft werden. Wurfpfeil, Speere, Kurzschwert, Langschwert, Kurzschwert, Stab der Monster, Beirufung brauchen wir auch nicht. Das Bastardschwert auch nicht. So, Silberkelle, zweihändiges Schwert, Katana, Kurzbogen. Ja, die Shakti, die Shakti-Statue, muss ich mal gucken. Ah, Ritterriss, dann haben wir schon eine verkauft, gell? Ja, also ist sie nichts Besonderes. Feldharnisch auch nicht. Kriegshammer, der Eisstern hingegen, den würde ich behalten. Und die Großmeisterrüstung eigentlich auch erstmal. Stecken der Wälder kann nur von Druiden verwendet werden. Den würde ich auch gerne erstmal behalten. Morgenstern plus 3 kann allerdings weg. So. Mit dem Unsichtbarkeitsring war übrigens auch noch was. Ah ja, ich muss mal gucken, wie ich das regeldeichsel. Ach ja. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Ach, die Smaragde können auf jeden Fall weg und die Königstränen. Können, glaube ich. Teil von weg. Kriege ich noch eine da rein? Nein. Ist was los? Ich habe ein paar schmucke Kellnerinnen, findet ihr nicht? Jetzt habe ich natürlich vergessen, die Königstränen da wieder reinzupacken. Bett ist immer noch voll, ey. So, damit wir das schneller machen, packe ich 2 Sternsaphire und ein Granat und die Koralle, den Titanit nicht und die Perle auch nicht in den Rucksack. Wie wär's mit einem Whisky? So, das kann ich morgen verkaufen und damit sind wir fertig. Ja. Und reisen nochmal ins Eilsprengsel. Glänzende. Und ja, ich würde vorschlagen, im Einsprengsel könnten wir mal einen Cut machen. Ja. Glänzende. Machen wir hier einen Cut.
Also speichere ich LP 009. Das LP ist mal wieder klein geworden, egal. Und dann sehen wir uns gleich wieder.